Jetzt. Zwei Männer, eine Mission. Unser Duo? Der eine Profikoch, der andere hat ein Händchen für die Plattform TikTok. Testet heute im Netz gehypte Rezepte. Sind die wirklich so lecker? Und lohnt es sich, sie nachzukochen? TV-Koch Andreas Hülsmann und Reporter Nick verraten es Ihnen. Sie beginnen mit einem Whipped Coffee. Der hat 2,1 Millionen Aufrufe und soll das Kaffeetrinken revolutionieren. Ganz schnelle Nummer. Probieren wir das. Wenn das gut ist, ne? Schauen wir mal. Die Zutaten bestehen lediglich aus Instant-Kaffee, Milch, Zucker, Eiswürfeln und einem kleinen Schuss heißem Wasser. Glaubst du, das klappt? Ich kann mir das schon vorstellen. Ah, dass es so aufgeht? Ja. Creme? Ich glaube schon. Nütz Rühr. Jawohl. Um das Ganze etwas zu beschleunigen, am besten zum Milchaufschäumer oder Handmixer greifen. Guck mal, es wird fester, merkst du? Ja, ja, seh's. Interessant. Sieht ja cool aus. Cool, ja, aber die Frage ist, können günstiger Instant-Kaffee und Milch wirklich zu einem geschmacklichen Highlight werden? Dann brauchen wir Milch. Und dann einfach mit einem Löffel das da draufheben. Und fertig ist der TikTok-Eiskaffee. Ich finde, das ist optisch der absolute Hammer. Und wie schnell haben wir das bitte jetzt gemacht? Ja, eine Minute. Schnell, einfach und optisch ein echter Hingucker. Aber wie schmeckt's? Richtig lecker. Also ich finde die gut. Ja, ich auch. Und was würdest du geben? Ich find's top. Super. Daumen nach oben. 2,1 Millionen Aufrufe sprechen für sich. Weiter geht's mit dem nächsten Foodhack. Nick, ich bin total heiß auf weitere TikTok-Gerichte. Hast du noch was für mich? Oh ja. Und zwar was Leckeres. Wir machen Burger. Ja? Und Rap. Aber eins in einem. Wie? Ja, Burger-Rap. Mit 5,9 Millionen Aufrufen ist der Burger-Rap eine der meistgestreamten Food-Kategorien auf der Plattform. Doch wie passen Burger und Rap zusammen? Was denkt der Profi? Lecker. Ja, sieht lecker aus, oder? Richtig lecker. Stelle ich mir auch gar nicht so schwierig vor. Nee. Ich würde sagen, wir gehen blindlings drauf los und starten durch. Dafür muss zunächst das Fleisch angebraten und der Wrap auf die richtige Größe gestutzt werden. Ohne Öl? Da ist genug Fett drin. Okay. Jetzt nur noch Zwiebeln schneiden, zusätzlich mit dem Speck in die Pfanne geben und schon kann gebaut werden. Oder? Sieht doch schon lecker aus. Sieht gut aus. Fertig. Nicht ganz. So. Dann müssen wir noch eine Soße haben. Ne? Ja. Wie im Video vermischt Andreas Mayonnaise und Barbecue-Soße miteinander. Von diesen Burger-Wraps gibt es 1000 Varianten im Internet. Ja. Also kannst du machen, wie du willst. Das ja. War jetzt ich könnte ja noch Gurke, Tomate, Röstzwiebeln nehmen. Du kannst ja zig Varianten davon machen. Wie man den Burger-Wrap am Ende zubereitet, bleibt jedem selbst überlassen. Und nun zum etwas schwierigeren Teil. Der Burger-Wrap muss in Form kommen. Ah, das klappt wunderbar. Das sieht gut aus. Also es sieht auf jeden Fall schon mal so aus, als würde es auch halten. Ja. Oder was denkst du? Ja, es liegt ja jetzt auf diesen Falten. Ja, genau. Und die, wenn die jetzt fest werden. Die werden jetzt gleich kross, wenn alles gut läuft. Mega. Bereit zum Flippen. Bombenfest. Ja, sieht doch geil aus. Sieht gut aus. Ja. Die Zubereitung wäre geschafft. Und optisch kann sich der Burger Wrap auch sehen lassen. Was sagt der Geschmackstest? Ist es nicht so fluffig wie mit dem Burger? Ja, schwer ist es schon. Ja, ja, ja. Und aber lecker. Kalorienreich. Ja, 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 klar. Keine Frage. Statt dem Patty vielleicht nur Hackfleisch nehmen. Zum Beispiel. Und schon ist es auch ein bisschen dünner, ja, griffiger. Genau. Aber sonst? Ja, ich sag mal Tendenz nach oben. Alles klar. Nicht schlecht. Foodcheck Nummer 3. 6 Millionen Aufrufe und absolut unwiderstehlich. So, jetzt habe ich was Süßes für dich. Ja. Mhm, hast du Lust? Nachspeisen. Klar. Zimtschnecken sind 2023 der totale Renner unter den Süßspeisen. Doch wie schmeckt die schnelle und einfache TikTok-Variante? Alles klar. Hefeteig, wie geht das denn? Hefeteig, da brauchen wir Zucker. Mhm. Ne? Brauchen wir immer. Zucker ist auch immer gut, weil es ein Triebmittel ist auch für die Hefe. Hier hast du Trockenhefe. Ja. Die Hefe und Zucker mit warmem Wasser vermengen, kurz gehen lassen und Eier hinzufügen. Fast fertig. Hier habe ich noch Vanille. Ja. Gebe ich auch noch ein bisschen. Ach, das kann ich starten. Ne? Vanille im das Teig. Das hatten wir im Video auch. Dann immer rein damit. Jetzt alles gut durchkneten und den Teig für 1 bis 2 Stunden gehen lassen. Fertig ist der Hefeteig. Was fehlt noch?
nochmal, ne? Kaffeeweißer, ne? Kaffeeweißer, ja. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein getrocknetes Milcheiweiß. Oh. Das Milcheiweiß wird zum Schluss die Glasur. Anschließend bereitet Andreas die Füllung zu. Hierfür ganz einfach Zimt, Butter und Zucker miteinander vermengen. Und fertig ist die Masse, die den Zimtschnecken ihren typischen Geschmack verleiht. Ich will streichen. Ja, komm, hau drauf. Jetzt nur noch den Teig einrollen und zu gleich großen Stücken aufteilen. Anschließend müssen die Teiglinge für ca. 30 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und wie sind sie geworden? Es riecht auch schon herrlich. Boah ja, so richtig zimtig. Mhm. Sie sind schön braun geworden. Oh ja, sieht gut aus. Fehlt nur noch die Glasur. Optisch ein echter Hingucker, ganz wie in der Bäckerei. Doch wie schmeckt die TikTok-Zimtschnecke? Mhm. Boah. Ja, aber echt nicht schlecht. Top. Und wirklich einfach. Richtig gutes Teil. Ja, was sagst du? Tolle Idee von dir. Daumen nach oben. Oben. Foodhack Nummer 4. 3 Millionen Aufrufe und angeblich super lecker. Also, ich habe noch was für dich. Ja? Wir machen Chips aus Nudeln. Wie soll das funktionieren? Ich zeig's dir, komm. Kinderleicht und super schnell. Wer eine moderne Alternative zu herkömmlichen Chips aus der Tüte haben will, ist damit bestens bedient. Nudeln kochen, Olivenöl, Parmesan, bisschen Salz, Pfeffer, Gewürz, ja, genau. Ne? Und dann Airfryer, volle Lotte. Und in der Zeit backen, machen wir einen Dip. Genau. Dann easy, oder? Klingt nicht nur einfach, sondern ist es auch. Wer Nudeln kochen kann, kann hier keinen Fehler machen. Doch überzeugt so ein einfaches Gericht auch geschmacklich? Je größer die Oberfläche, je besser kann die Flüssigkeit verschwinden. Ja, die sollen ja crispy werden. Ja, genau. Ne? So schön ausbreiten. Und Parmesan kann keinem geschadet. Parmesan geht immer. Und für 10 Minuten bei 230 Grad in den Ofen oder Airfryer. Okay, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit. So lange brauchen die Nudeln wohl im Airfryer. Okay. Wir machen uns einen Dip, und zwar aus Quark, Feta und ein bisschen frischen Kräutern. Schnell gemacht und super lecker. Doch wie steht es um die Nudelchips im Airfryer? Knapp 10 Minuten sind vergangen. Sind die genauso knusprig wie echte Chips? Ich glaube, knistern. Euch auch. Aber richtig laut. Ich denke mal, das Knistern bedeutet, es ist fertig. Ja? Wollen wir reinschauen? Darf ich rausnehmen? Ja, nimm's mal raus. Oh ja. Boah, guck mal. Einfach und genial. Das Ergebnis überzeugt, zumindest optisch, auf ganzer Linie. Und wie schmecken die sogenannten Pasta-Chips? Hm. Wenn du ein bisschen beeindrucken willst, aber eigentlich gar nicht viel zu tun hast, dann machst du das. Einfach, schnell, lecker, kostengünstig, effizient. Also das ist Wahnsinn. Nichts einzuwenden. Für mich absolut Daumen nach oben. Last but not least, Foodhack Nummer 5, der Tassenkuchen mit 1,8 Millionen Aufrufen. Jetzt habe ich noch so einen richtigen Quickie für dich. Und zwar nicht an das, was du gerade denkst, sondern an was Süßes in der Mikrowelle. Okay. Mhm, wir machen Kuchen. Doch nicht auf herkömmliche Art. Dieses Rezept verspricht, innerhalb von Minuten einen perfekten Kuchen zu kreieren. Einfacher geht's nicht. Komm, Gas geben. Jeder kriegt seinen eigenen, okay? Na klar, wenn schon, denn schon. Als erstes muss die Butter zergehen. Jetzt? So. Mehl, Zucker, brauner Zucker, Schokodrops. Ganz einfach alle Zutaten in die Tasse geben, gut verrühren und kurz in die Mikrowelle. 3, 2, 1, fertig. Okay. Naja, optisch eher ein Reinfall. Doch vielleicht kann der Tassenkuchen geschmacklich das Ruder rumreißen. Wie schmeckt es unseren Testern? Ist okay. Hab mich nicht um. Nee, Fahrt. Ich bin eher für, ich mach den nicht, definitiv nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich würde da von abraten. Ja. Naja. Von wegen, das Beste kommt zum Schluss. Nö, nö. Doch alles in allem ein Erfolg. Das Motto auf Social Media: mit Witz und Kreativität zu leckeren und schnellen Gerichten. Und es funktioniert.